Hallo zusammen und herzlich willkommen im nächsten Video vom LS19. Wie ihr seht, habt ihr das Intro gesehen. Das liegt daran, dass ich einen zweiten Kanalname umbenannt habe. Während ich Bäume fälle, kann ich mit euch unterhalten. Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, wie soll der zweite Kanalname heißen, statt LS und andere Games. Weil für das Game-Video wollte ich auch mal ein Intro machen, damit das Video noch perfekter wird. Und da haben wir gedacht, der zweite Kanalname soll Gamer Channel heißen. Und ich habe viele Bäume im Felsbrunnen gefällt, und zwar mit der Kettensäge. Ist wirklich super gelaufen. Ups. Und jetzt entferne ich die Äste. Weil ich habe schon versucht, bei YouTube zweites Mal anzumelden, aber es hat leider nicht geklappt. Darum hat es beim Bruderkanal einen zweiten Kanalname und ich finde es super, also ja, es geht ja. Weil ihr seid sowieso zufrieden damit, also lasse ich es halt so. Und außerdem habe ich schon versucht, beim Laptop YouTube anzumelden, aber es hat leider nicht funktioniert. Darum habe ich es beim Handy gemacht. Und wenn ich mal Videos vom Nintendo produziere, dann mache ich das nächste Intro. Zum Beispiel Super Mario. Mal sehen. Und noch was. Ich würde eher diese Gabelzange empfehlen. Mit dem kann man viel besser Baumstämme aufladen. Weil das mit der Poltergabel ist eine Katastrophe. Immer fällt der Baumstamm vom Gabel runter. Also bei LS17 gab es am besten Poltergabel mit zwei Gabeln als Mod. Mit dem kann man besser aufladen und wahrscheinlich gibt es bei LS19 auch einen besseren Poltergabel für Frontlader als Mod. Wer weiß, könnte sein. Ups. Mit diesem Gabel wird der Zielage aufgeladen und für Baumstellen taugt auch was und war wirklich super. Und jetzt säge ich das mal ab. So. Und außerdem habe ich noch einen platzierbaren Holzhexer gekauft. Es werden zu Hackschnitzel verarbeitet und dann wird automatisch zum Sägewerk verkauft. Da steht er. Ja, ich habe den Hof erweitert. Ist wirklich super geworden. Ich habe schon Kühe, seht ihr? Ups, die Stubenfräser, ja. Und jetzt bringe ich das zum Häcksler. Und dann werde ich ein bisschen absägen mit der Kettensäge. Das mache ich immer so. Moment! Das ist gar nicht so einfach. Ich hab's gleich. Seht ihr, so geht das auch. Finde ich viel besser. Und jetzt absägen. Da oben rechts steht schon verkauftes Holz. Mann, ey. So, jetzt ein Stück sägen. Und dann wird es gehäckselt. Und automatisch verkauft. Und jetzt mache ich weiter so. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja so machen wie ich. Wow, schon 485 Euro. Geil. Also ich bin wirklich vorwärts gekommen bei Felsbrunnen. Ich habe immer so gemacht. Zuerst habe ich einen Mähdrescher gemietet, Traktor und Kipper. Und dann ein Feld kaufen zum Dreschen. Und der Helfer drescht das für mich. Und nach dem Dreschen das Feld verkaufen. Und nochmal von vorne.
Da habe ich viele Fruchtsorten in den Silo gelagert, wo man bei Verkaufsstellen für mehr Geld zahlt, dann verkaufe ich es. Habe ich immer so gemacht. Ich habe sogar die Erdenlandwirtschaftssimulator 2008 bis 2017. Aber leider kann ich das euch nicht präsentieren, weil mein Laptop funktioniert nicht mehr. Der stürzt andauernd ab, weil der Akku schwach ist. Das heißt, man muss ihn zuerst zum Laden bringen und dann wird es an die Firma geschickt und die Firma tauscht die Akkus aus und dann funktioniert der Laptop wieder. Keine Ahnung, wenn ich ihn zurückbringe in den Laden. Also ja, mal sehen, ich weiß es noch nicht. Also so ein Ärgernis. Ich habe sogar auch andere Simulatoren, zum Beispiel Schiff, LKW, Bausimulator und so weiter. Und für PS4 habe ich 3 LS, ja 3 LS habe ich. 15, 17 und sogar 19, das ich jetzt spiele. Seht ihr, es funktioniert super. Und jetzt das letzte Stück Holz. Na seht ihr, der Gabelzahn ist ein perfektes Werkzeug. Oh, das Stück Baumstamm steckt fest. Kein Problem, ich weiß, was ich mache. Das passiert bei mir nur selten. So erst greifen mit der Hand und dann ab in den Häcksler. So geht das. Ja, diese kleinen Holzstücke, die kommen einfach nicht in den Häcksler rein. Keine Ahnung warum. Bei dem klappt es überhaupt nicht. Das Handsymbol zeigt nicht an. Geht nicht. Dann lasse ich es halt so. Jetzt zum nächsten Stamm. Ups. Und nachher benutze ich den Stubenfräse. Nee, gehe lieber auf die andere Seite, wenn ich zum Häcksler fahre. Das geht ja viel leichter, finde ich. Ach ja, Ballenpresse kann ich auch machen. Irgendwann gibt es Video über Quaderballenpresse. Diese Äste muss entfernt werden. Das mache ich mal schnell. So, da habe ich im Felswund 2 verschiedene Tiere zum Züchten. Kühe und Pferde. Und außerdem habe ich gesehen, dass der Futtertrog vom Kuhstall langsam voll wird statt schnell. Ist nicht das gleiche wie bei LS17, das kann dauern, bis der Futtertrog voller wird. Da muss man schon Geduld haben. Und außerdem ist ja noch spannend. Das findet ihr auch gut. Und jetzt nochmal. Diesmal klappt es noch besser. Ups. Hier, yeah, endlich. Yeah, ich bin ein Profi. Schon 127 Euro. Mehr Kohle, mehr Kohle. Und außerdem spare ich das Geld noch für den Feldhäcksler, da kann ich Silage produzieren. Also, Maishäcksen. Mal sehen, welchen Häcksler ich kaufen soll. Bei LS 15 und 17 habe ich schon einen Feldhäcksler.
Und jetzt noch diesen Stamm hier. Ach komm schon, jetzt muss ich es vor Hand hineintun. Okay. Ja, yeah, rein mit dir. Und außerdem muss man beim Laptop, beim Mikroskopkonto erneut Kennwort eingeben und das hat leider nicht geklappt. Ich habe es ein paar Mal versucht, nicht klappt es. Weil das ist wirklich wichtig, bevor man bei YouTube anmelden kann. Also ja. Wenn es wirklich geklappt hätte, dann hätte ich mit meiner Kamera aufgenommen statt mit dem Handy. Aber leider wird es wohl nichts. Also ich weiß nicht, ob es wirklich was läuft. Wenn es beim Laptop wirklich geklappt hätte, YouTube anzumelden, dann würde wahrscheinlich mein Kanal heißen Martins Bruderwelt. Stadtwelt. Mal sehen. Ich weiß es nicht, ob es mal klappen wird. Wenn nicht, dann muss ich trotzdem mit dem Handy, also per Handy Videos hochladen auf YouTube. Bloß blöd, dass beim Power-Direktor Full HD und Wasserzeichen entfernen nicht gratis ist. Es kostet wirklich viel Geld und das kann ich nicht leisten. Ne. Baumfeld. Also bei mir hat das mit Bäumenfeld super geklappt wie immer. Ist nichts schief gelaufen. Aber keine Sorge, irgendwann kaufe ich schon Holzvorernte. Mal sehen. Zuerst Feldhäcksler und dann der Holzvorernte. Weil es beeilt ja nicht, oder? Sonst wäre es ja nicht spannend bei diesem Landwirtschaftssimulator. Weil beim Power-Direktor nach dem Video produzieren hat es 3 zur Auswahl. SD, HD und Full HD. Und ich habe HD genommen, leider kann Wasserzeichen nicht entfernen und bei SD ist das Wasserzeichen vom Power-Direktor schon weg. Aber manchmal ist die Auflösung nicht so gut und manchmal schon, ja. Aber für euch hat das nicht gestört, das mit dem Wasserzeichen vom Power-Direktor, oder? Nee, ich glaube eher nicht. Ihr habt das wieder super gefunden. Das ich produziert habe. Sogar das Video mit dem Fastdach habt ihr gesehen, wo ich mit der Amazon Sämaschine Weizen gesehen habe vom Bruder. Das habt ihr auch klasse gefunden. Das liegt daran, dass ich bei der Amazon Sämaschine das Loch im Saatgutbehälter verbessert habe mit der Feile. Da kann man es wirklich gut sehen mit Weizen und andere winzige Körner. Das könnt ihr auch ausprobieren, da könnt ihr es auch so real sehen. Zum Beispiel drinnen oder draußen, das könnt ihr selbst entscheiden. Ah ja, noch was. Bei Lämmchensäule der 9 vom Bruder muss man den Dosierschieber, also den roten Dosierschieber, abmontieren. Ist zwar sehr streng zum ersten Mal, aber kein Problem. Nach dem Abmontieren vom Dosierschieber vom Lämmchen Solidär 9 können die blauen Steckverbindungen ein bisschen abfeilen. Dann geht das Abmontieren des Dosierschieber leichter. Dann ist es überhaupt nicht mehr streng. Weil wenn der Dosierschieber weg ist, dann ist das Loch im Saatgutbehälter ein bisschen größer. Darum kommen die Körner besser raus von Lämmchen-Saatkombination. Ist das ein langes Wort für die Sämaschine. Tja. Und bei Pöttinger Vitasim vom Bruder muss man das Loch auch vergrößern mit der Feile oder sonst irgendwelches Werkzeug, damit die Körner rauskommen. Ja.
Real sehen ist ja viel spannender. Da können viele Kinder nachmachen. Und wenn ich es fertig gesehen habe im Zimmer, also ja, da habe ich es mit dem Räumchen weggeräumt oder man kann es auch mit einem Bulldozer machen, zu meinem Haufen machen. Dann habe ich es halt mit dem Frontladen Kippe geladen und dann in den Behälter geleert. Weil anders geht's nicht und außerdem ist Real sehr viel spannender mein Bruder. Also das habe ich selbst herausgefunden, das mit der Gabelzange. Weil ich dachte, ich probiere es mal aus. Und das ist wirklich gut gelungen. Hey, und wisst ihr was? Ihr könnt sogar die Baumstämme in Kippe aufladen. Egal welchen Kippe, zum Beispiel Farmtech. Ich habe es mal ausprobiert. Es hat super geklappt, und zwar in Ravenport. Mal sehen, wenn ich mal das Video mache. Da kann man es direkt zum Sägewerk transportieren. Das ist wirklich ziemlich cool. Unglaublich, was ich herausgefunden habe, ohne YouTube-Hilfe, also ja. Ja, das ist nur ein bisschen Stück Straße. Das liegt daran, dass ich den Holzhexlanz platziert habe, damit es nicht so holprig wird für den Traktor, wenn ich die Baumstämme anbringe, also ja. Ja, keine Sorge, ich weiß schon über Landschaftsbau, aber beim Händler ist kein scharfes Symbol wie im PC. Also ja, beim Händler wahrscheinlich klappt das nur mit WLAN. Ich weiß es noch nicht ganz genau, sonst könnt ihr das mal in den Kommentar schreiben, ob es wirklich das mit dem Internet klappt. Das mit Landschaftsbau, also ja, das mit Straßen und so. Ja. Ich habe gesehen, wie ein YouTuber, der Benny, ein Stück Straße gekauft hat, für einen Unterstand zum Beispiel. Das finde ich wirklich klasse, dass man ein flaches Land machen kann oder mit Hügel. Also ja, ich finde es wirklich klasse. Bevor man mit PS4 ins Internet kann, muss man zuerst das Netzwerk anschließen. Aber das Problem ist nur, im Zimmer hat es kein Internetanschluss. So, jetzt habe ich es besser ausgedrückt. Meine Fresse. Keine Ahnung, wenn das mal geben wird im Zimmer, dann könnte ich Mods herunterladen und dann mal sehen, ob das mit Landschaftsbau wirklich gibt auf dem PS4. Das habe ich noch nicht herausgefunden, ob es so ist. Ich weiß nur, dass es mit dem PC so ist. Weil für Laptop habe ich kein LS19, weil ich dachte, für meinen Laptop hat es genug Simulatoren. Darum habe ich für den PS4 hat eins gewünscht, so wie ein zu Weihnachten. Ja. Beim Müller Spielwarenkatalog gibt es auch Games. Da können Sie zum Beispiel in den Wunschzettel schreiben und dann bringt eure Mutter den Wunschzettel zum Müller und dann bekommt ihr es dann am Weihnachten, das mit den Games und Spielwaren. Bei einem neuen Müller Spielwarenkatalog gibt es jedes Jahr vor der Weihnacht, ungefähr ab November. Bei mir ist es Mitte November in Deutschland, wahrscheinlich früher, keine Ahnung. Mal sehen. Daher habe ich den RC Glasmähdrescher gesehen, den habe ich auch gewünscht und habe es bekommen. Gibt es dann ab August ein Video dafür. Dann ist mit Weizen auch dabei, über den RC Glasmähdrescher von Europlay. Also ich finde den RC-Mähdrescher wirklich klasse, dann ist der Bruder wird noch spannender. Aber der Glasmähdrescher vom Bruder ist noch größer als mein RC.
Weil der Klassenmitarbeiter vom Europlay ist eher mittelgroß, sozusagen. Darum ist es für die Traktoren das Rohr nicht hoch genug. Da muss man zuerst mit dem Bruttraktor zum Mähdrescher fahren und dann das Rohr ausklappen. Und das mache ich auch so im Video. Also ja, nächste Woche nach dem Nationalfeiertag mache ich es halt so. Na, wisst ihr was? Ich hole die Stubenfräse. Ja, die Stubenfräse. Ich werde jetzt die Baumstümpfe entfernen, dann heißt es tschüss. Ja. Also mir macht es Spaß, Video produzieren, auch wenn ich es nicht manchmal nicht zweimal in der Woche mache, würde ich auch nicht, weil sonst überhitzt der Akku von meinem Handy und das ist nicht gut. Einmal oder zweimal in der Woche reicht das schon. Ich will lieber so machen. Wenn ich keine Probleme mit dem Laptop hätte, dann hätte ich mit der Canon-Kamera aufgenommen. Das wäre auch noch cool gewesen. Schließlich hat die Kamera Full HD, das ist wie eine Klasse, aber leider wird das wohl nichts. Na, mal sehen, wie es bei mir läuft. Ich weiß es noch nicht, das mit der Kamera aufzunehmen statt mit dem Handy, das weiß ich noch nicht. Mal sehen. Und außerdem kann ich von euch ein Abo freuen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, da könnt ihr gar nichts verpassen. So, yum! Ja, ich habe den Unterstand platziert. Da haben die Kühe auch Schatten, wenn sie draußen sind. Das ist ja, finde ich klasse, oder? Ja. Hey, wisst ihr was? Das ist nur ein Stück Straße. Wisst ihr warum? Ich habe hier absichtlich den Fahrsilo platziert. Darum. Ja, hier kann ich kein Stück Straße machen. Geht's leider nicht. Ich habe es versucht mit dem Fahrsilo, aber es hat leider nicht geklappt. Wenn es wirklich so wäre, dann hätte es wirklich cool ausgesehen. Also ja. Aber so ein Stück Straße, ja, geht so. Immerhin etwas. Sieht gut aus. Ah ja, ihr seht schon verschiedene Landmaschinen, die ich gekauft habe. Klasse, ja. Tja. Okay, das war's für heute mit diesem Video. Und mal sehen, was für ein Game-Video als nächstes produziere. Also dann tschüss, euer Gamer-Channel.